Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Hightech for Gamers und zwar mit dem Powered by MSI Chaos AMD für 4.799 Euro. Das System wurde uns vorgeschlagen von Ragey bei uns im Videovorschlägekanal und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Ja, das stimmt leider hinten und vorne nicht. Die Grafikkarte stimmt nicht, die wird deutlich größer sein, gehe ich ganz stark von aus. Das Mainboard passt nicht, der Arbeitsspeicher hier ist beleuchtet, der ist allerdings im Falle von dem, der hier verwendet wird, nicht beleuchtet. Hier ist ein Luftkühler drin. Da kommt aber eine Wasserkühlung rein und diese drei Lüfter an der Seite sind eigentlich auch nicht mit dabei, wenn man das Case so kauft. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Wasserkühlung an der Seite einbauen, dann habt ihr da diese drei Lüfter oder sie bauen sie halt oben ein, dann fehlen sie aber an der Seite. Also das ganze Bild stimmt hinten und vorne nicht. Das Gehäuse, ja, das passt, aber das war's dann auch. Eine Sache möchte ich aber erwähnen und das habe ich schon häufiger getan, bei Hightech ist es halt so, die schlüsseln wirklich alles vernünftig auf. Da stehen sogar die Timings vom RAM und was nicht alles da verbaut wird. Klar, das Bild stimmt nicht, aber dieses aufgeschlüsselte, die technischen Daten, die passen zu 100% und das finde ich gut. Da wird auch nichts verheimlicht. Selbst MIFCOM verheimlicht mittlerweile die Timings beim RAM. Wenn ihr in den Konfigurator geht, das ist einfach leer, das Feld. Da steht Timings, ist aber leer. Und hier steht halt alles. Das war auch so ziemlich das einzige Positive, was man so über Hightech sagen kann. Aber starten wir mit dem Gehäuse. Das ist das Coolink Unity Code XARGB MIDI Tower Schwarz. Das ist wieder so ein typisches Aquariumgehäuse mit zwei Glasscheiben. Ihr habt hier noch so einen RGB-Streifen am Rand. Hinten ist ein Lüfter verbaut und das war's dann halt. Das habe ich ja eben schon gesagt, diese drei Stück an der Seite fehlen einfach. Jetzt kann es natürlich sein, dass sie die zusätzlich einbauen. Was ich aber nicht glaube. Dass dann die Wasserkühlung vielleicht an der Seite reinwandert, dann habt ihr halt die drei Lüfter. Ich hatte das Case selber noch nicht hier. Mir persönlich gefällt es nicht vom Design her, aber das ist Geschmackssache, da will ich euch gar nicht großartig beeinflussen. Ich würde es mir nicht dahinstellen. Das ist es halt einfach. Vom Platz her reicht es. Der Airflow wird gegeben sein, wenn die Lüfter halt dementsprechend montiert werden. Ja, ist okay. Ob ich jetzt so ein Case bei einem 4.000-Euro-System nehmen würde, sei auch mal dahingestellt. Da gibt es wesentlich bessere auf dem Markt. Klar, die sind auch ein bisschen teurer. Aber sehen dann auch ein bisschen besser aus und haben noch ein paar technische Features, die das ganze System auch nochmal schicker machen. Und das kostet 124,85 € bei Voelkner.de. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 9800X3D. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 120 Watt TDP, die er aber realistisch nie erreicht und unterstützt offiziell DDR5 5600 MTS, auch hier wieder 6000er, ganz easy packt der. Ich habe mir jetzt sämtliche Reviews angeguckt, ich hatte den selber auch noch nicht da. Aber alle Reviews durch die Bank weg loben diesen Prozessor in höchsten Tönen. Was den Gaming-Bereich angeht, kriegt ihr gerade nichts Besseres. Sei es bei Intel oder auch irgendwelche älteren Generationen von AMD, zum Beispiel 7800X3D, der hier sticht auch den 7800X3D aus. Vor allen Dingen, was Leistungsaufnahme und Effizienz und so angeht. Ne? Darüber rede ich jetzt. Problematisch ist dabei, der ist noch nicht so lange auf dem Markt. Ihr seht es auch hier rechts am Rand, an diesem Preisgrafen, dass irgendwann am 3.11., da war noch kein Angebot, das erste richtige kam am 7.11. Und da der noch nicht so gut verfügbar ist auf dem Markt, ist er auch schweineteuer. Also jetzt kaufen würde ich den auf gar keinen Fall, weil er eben so schweineteuer ist. Wer unbedingt Bock drauf hat, ja bitte, dann macht es. Aber ihr kriegt es auch nicht mehr bei den typischen Shops. Also ihr kriegt das hauptsächlich über eBay, seht ihr auch gleich bei Geizhals. Aber rein leistungstechnisch kann ich hier überhaupt nicht meckern. Und der kostet 715 Euro bei Nuxwide über eBay. Dann haben wir Future X, dann wieder eBay, eBay, eBay und hier unten Technik direkt für 770 Euro. Ja, ihr seht es. Die typischen sind halt einfach nicht dabei. Mein Factory Alternate Case King, wie sie alle heißen. Die Wasserkühlung ist eine Corsair IQ H150i Elite Capellix XT AIO Vacu Schwarz. Die hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist eine 360er Wasserkühlung. Bräuchtet ihr theoretisch auch nicht für diesen Prozessor, weil der halt sehr effizient ist und nicht so viel Abwärme produziert. Aber man erwartet das bei einem 4000 Euro System, dass es auch einigermaßen dann gut aussieht. Man will eine Wasserkühlung haben, wobei auch locker ein Luftkühler gereicht hätte. Aber so ist es halt. Die hat noch ein bisschen RGB-Beleuchtung könnt ihr dann über IQ steuern. Ja, Pumpenkopf auch leicht beleuchtet, das passt schon so. Und die kostet 165,63 € über den Amazon Marketplace bei Floversum. Die Grafikkarte ist eine MSI GeForce RTX 4090 Ventus 3X E24 GOC 24 GB. Hier wissen wir tatsächlich, was wir bekommen. Also gut, es ist eine 4090, das ist klar, aber es ist genau die hier von MSI, da könnt ihr euch designtechnisch schon mal drauf festlegen. Ist immer noch die stärkste Grafikkarte am Markt. In Kombination mit dem Prozessor habt ihr echt ein Monstergerät da stehen, das passt schon so weit. Und die kostet 2049,97 € bei KTR Management LOGC über eBay. Ansonsten nehmt ihr halt alza.de, habe ich auch schon öfters gekauft, ist auch seriös der Shop, für 2069 Euro. Das Netzteil ist ein FSP Fortran Hydro PTMX Pro ATX 3.0 1200 Watt. Das hat
10 Jahre Herstellergarantie, 80 plus Platinum zertifiziert und voll modular, hat schon den ATX 3.0 Standard, es wird nicht mit irgendwelchen Adapterkabeln gearbeitet, es bringt 1200 Watt mit. Raucht ihr theoretisch nicht? In Kombination mit diesem Prozessor, klar, die Grafikkarte pfeift sich 450 bis 600 Watt rein, gerade wenn es so Lastspitzen gibt. Es hätte ein 1000er gereicht, wenn nicht sogar ein 850. Aber ist cool, dass sie es genommen haben beim 4000-Euro-Gerät. Und das kostet 215,29 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi. Ich sag euch ganz ehrlich, es hat so schön angefangen. Mehr oder weniger das Case ist so eine Sache. Aber das Mainboard muss jetzt echt nicht sein. Wir sind schon bei aktuelleren Chipsätzen. Gerade bei einem 4000-Euro-System mit einem 9800X3D nehme ich kein B650 Mainboard. Gerade so ein Einsteigerboard. Es gibt auch gute B650-Boards. Aber das ist halt so wirklich Einsteigerklasse. Das findet ihr bei 1200-1300 € PCs. Es funktioniert natürlich. Das will ich dem gar nicht absprechen. Das ist schon in Ordnung, ja, aber man erwartet was anderes. Und ja, glaubt mir, beim Aufpreis, den ihr gleich sehen werdet, wäre das definitiv noch drin gewesen. Aber kommen wir jetzt mal direkt zum Board. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier können 2 SSDs verbaut werden, hier kommt die Grafikkarte rein und habt halt 2 Erweiterungsslots für Capture-Card, USB-Erweiterungskarte, was auch immer. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, 4x USB 3.0, 3x USB 3.1, USB-Typ-C ist mit am Start, Netzwerkanschluss und die Onboard-Grafikanschlüsse könntet ihr theoretisch benutzen. Macht es bitte nicht, schließt bitte die Kabel an der Grafikkarte an. Ihr könnt die hinterher benutzen, wenn die Grafikkarte wirklich mal irgendwie kaputt sein soll, dann kriegt ihr noch ein Bild, könnt ein bisschen YouTube schauen, Datensicherung und so machen, aber ja, das war's dann auch. Ich hatte einfach eine andere Erwartungshaltung. Technisch funktioniert es, ja klar. Aber nee, vielleicht so ein ROG-Board da rein oder irgendwie so eine Aorus oder was, aber ja, das muss halt nicht sein. Und das kostet 156,91 € bei ProShop.de. Der Arbeitsspeicher G-Skill Trident Z 5 RGB 32 GB, also 2x 16 GB Riegel, 6000 MTS beleuchtet. Und hier sehen wir auch schön die Timings, CL36, 36, 36, 96. Also erstmal 32 GB in der Preisklasse. Ja, es ist eigentlich ausreichend. Ich hätte mir 64 GB gewünscht, wäre auch noch drin gewesen, mit dem Board zusammen tatsächlich, was den Aufpreis angeht. 6000 MTS ist cool, klar. 36er CL-Timings, weiß ich nicht, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ihr kennt mich ja. 6000er CL30, vielleicht sogar CL32, hätte ich mir noch eingehen lassen. Aber ja, CL36 ist ein bisschen schade. Aber rein technisch gesehen kann ich jetzt nicht großartig meckern. Ihr habt doch noch ein bisschen RGB-Beleuchtung dabei. Jetzt hätten sie natürlich auch Corsair RAM nehmen können, wegen IQ, weil ihr habt ja schon die Wasserkühlung, aber so ist es jetzt leider. Und der kostet 114,89 € bei eBay über Alternate. Die SSD ist eine MSI Spatium M450 SSD 1 TB. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3600 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde. Die ist okay qualitativ. Sie ist nicht die schnellste, so ein Mittelding, und die schnellsten PCI Express 4.0 Dinger haben so 7200 MB die Sekunde, die hat jetzt halt die Hälfte, okay. Aber 1 TB, was wollt ihr damit? Klar, ihr könnt es euch umkonfigurieren, aber ich gehe immer von den Grundsystemen aus und 1 TB ist einfach zu wenig. Installiert ihr 3, 4 AAA-Titel plus Windows und Discord und Spotify und was ihr auch nicht alles habt, Browser und so, dann sind die weg. Ich hätte da Minimum 2 TB gerne gesehen, wenn nicht sogar 4. Wäre tatsächlich mit dem Board auch noch drin gewesen und dem RAM. Ja, es ist einfach so. Ihr seht es ja gleich, ich spoilere euch jetzt so ein bisschen, aber ich glaube, bei Hightech ist das auch kein Geheimnis. Und die kostet 59 € bei Mindfactory. Man sieht hier auch Laufwerk 2, kein Laufwerk erwünscht, also ihr könntet es noch reinkonfigurieren. Laufwerk 3, Blu-ray und so weiter haben wir auch alles nicht. Dafür haben wir aber immerhin Microsoft Windows 10 Professional 64-Bit. Warum die da jetzt auf Windows 10 gehen, anstatt Windows 11, erschließt sich mir nicht ganz. Ich denke mal, dass die Keys günstiger waren. Man kann ja sowieso auf Windows 11 upgraden, klar. Mir hätte es besser gefallen, wenn direkt Windows 11 drauf gewesen wäre. Aber ist nicht schlimm. Ist auch ganz euch überlassen, ob ihr Windows 10 vielleicht mehr feiert. Aber irgendwann läuft halt auch der Support aus mit Sicherheitsupdates und so. Sollte man sich überlegen. Und das kostet 29,50 € bei IT Hardpulse. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 3.631,04 €. Und das System kostet 4.799 €. Da habt ihr einen Aufpreis von bummelig 1.150 € fürs Zusammenbauen.
Das war's. Ich hatte letztes Mal wieder so einen tollen Kommentar bei mir in der Kommentarsektion vom letzten Video, dass ich ja bei den Aufpreisen nie das Zusammenbauen mit reinrechnen würde. Ja, natürlich nicht. Auch keine Versandkosten. Bei einigen Systemen ist es so, da habt ihr zum Beispiel bei Mindfactory zwischen 0 und 6 Uhr versandkostenfrei ab 150 Euro Warenwert. Viele andere Händler bieten halt auch versandkostenfrei an ab einem bestimmten Betrag. Wenn ich das alles variieren würde, auch wann ihr dann einkauft, in welche Uhrzeit, komme ich nicht auf einen vernünftigen Preispunkt. Aber ihr habt hier gegenüber der Geizhalsliste im Selbstbau ohne Versandkosten 1150 Euro, sogar noch mehr. Da kriegt ihr einen eigenen Gaming-PC für. Oder eine Grafikkarte. Oder was auch immer. Wisst ihr, wenn das System jetzt bei einem Preis von 4800 Euro 400 Euro Aufpreis gehabt hätte, das ist ja unter 10% des Gesamtsystempreises, hätte ich noch gesagt, jo, kann man irgendwo machen. Gerade weil der Prozessor im Moment so unstabil ist, was die Preislage angeht und so. Aber ja, mit 1150 Euro hättet ihr halt ein besseres Board gekriegt, besseren RAM und ich weiß auch nicht. Und eine bessere SSD natürlich, genau, die habe ich noch vergessen. Also aufpreistechnisch total uninteressant. Und auch so konfiguriert, ich finde das Board schade. Über den Rest können wir reden mit der SSD, ob ihr damit klarkommt und so. Aber das Board ist einfach schade. Und letztes Mal habt ihr auch geschimpft, dass ich keine Alternative gezeigt habe, weil es halt nichts Passendes gab. Hier gibt es was Passendes zu, zeige ich euch jetzt mal. Ich hatte erst so überlegt, welche SIs haben denn jetzt gerade überhaupt Systeme mit diesem neuen Prozessor? Der ist ja noch nicht so lange am Markt. Erstmal ist mir Dubaro eingefallen, haben die auch. Ein System 9800X3D mit einer 4090 für 4100 Euro knapp. Und ich wollte das erst als Alternative nehmen. Würde ich aber auch nicht machen tatsächlich. Also der Prozessor, da brauchen wir nicht drüber reden, ist derselbe. So, dann haben wir jetzt hier eine Silent Loop 2 360mm, also auch eine 360er Wasserkühlung, muss auch nicht sein, ist aber cool, dass da drin ist, ist auch okay. Das Board ist halt auch ein Gaming Plus, aber immerhin schon X670E. Ist ein bisschen besser, auch nicht perfekt, aber kann man auch noch drüber reden. Bei der Grafikkarte wissen wir nicht, welcher Hersteller es wird, da habe ich jetzt die günstigste genommen, ist tatsächlich jetzt gerade die Asus TUF. Wir haben hier 64 GB Arbeitsspeicher, was schon mal das Doppelte ist, das ist schön, auch 6000 mit CL30 sogar, ist alles fein. Jetzt kommt hier aber so eine 2 TB SSD, immerhin, aber eine Kingston NV2 ist qualitativ nicht so der Bringer. Erwarte ich nicht in einem 4000 Euro System, leider, da hätte ich eine andere genommen. Eine Lexa NM620 oder NM97 oder so, von mir aus auch 2 TB, ja, aber das ist schon mal so in dem Preissegment No-Go. Bei günstigen Systemen würde ich sagen, jo, ist okay. Jetzt kommen wir aber noch zu dem Burner hier. Das ist ein 1000 Watt Netzteil, was schon mal in Ordnung ist. Ist aber ein BeQuiet Straight Power 11. Da wird mit Adapterkabeln gearbeitet. Das heißt, ihr habt an der Grafikkarte dann diese mehrfachen Kabel hängen und ist halt noch nicht ATX 3.0 und älteres Modell und muss nicht sein. Und auch das Gehäuse, das Silentware Air 1000 ARGB Mesh, ist jetzt in so einem System, finde ich, auch ein bisschen fehl am Platz. Kann man auch ein schöneres Gehäuse nehmen. Ich meine, es hat eine Mesh-Front, es hat Lüfter und so, ja klar, aber ich erwarte wieder was anderes. So ist es halt einfach. Und Windows ist halt auch nicht mit dabei. Ich zeige euch mal kurz den Preispunkt dazu. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Da haben wir 3620 Euro. Und das Ding kostet halt 4,1. Das ist so ein Aufpreis, wo ich noch sagen würde, ja, von mir aus, aber dann grätscht dieses Netzteil da rein und ja, weiß ich nicht. Wollte ich euch jetzt so nicht zeigen. Jetzt habe ich es doch gemacht, aber ihr seht es ja, bin ich nicht so ganz happy mit. Dann habe ich jetzt ein anderes System gefunden. Es ist wieder dieses eine Gehäuse, wo ich wieder eine Alternative nehmen musste. Da zeige ich euch gerade auch mal die technischen Daten. Es ist wieder derselbe Prozessor. Wir haben hier eine 240er Wasserkühlung, reicht aber halt aus für diesen Prozessor, habe ich jetzt schon zum dritten Mal gesagt. Wir haben Gigabyte X870 Eagle Wi-Fi 7 AM5, also schon sehr, sehr aktueller Chipsatz. 32 GB 6000er CL30 RAM, schon mal in Ordnung. Klar, man erwartet immer noch 64 GB, aber 32 GB reichen. Wir haben wieder eine 4090, habe ich wieder die TUF reingepackt. Wir bekommen ein 1000 Watt MSI Mac A1000 GL PCI Express 5 ATX 3.0 Netzteil. Ist schon mal mit dem neuen Stecker, habt ihr nicht dieses Kabelsalat da. Hier ist leider auch nur eine 1 TB SSD drin, also die solltet ihr wirklich upgraden. Ganz ehrlich, das ist auch so ein Mittelding, die hat dann auch ihre 3500 MB die Sekunde. Und wir haben halt Windows 11 mit dabei, also aktuelles Betriebssystem, bei dem Dubaro war es ja nicht mit dabei. Und 3 Jahre Garantie und 30 Tage Rückgaberecht. Und schauen wir uns da mal die Liste an, hier ist die kleine SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 3437,84 Euro. Und das System kostet 3574,90 Euro. Ist jetzt also ein Aufpreis von 140 bis 150 Euro. Ist eine Alternative wert, würde ich sagen. Wie gesagt, hier solltet ihr auch die SSD aufrüsten.
Der Rest reicht aber tatsächlich aus. Was denen jetzt natürlich ein bisschen in die Karten spielt, ist, dass der Prozessor so teuer geworden ist. Wäre er zu dem Startpreis drin gewesen für 550 Euro, wäre das System jetzt beim Aufpreis von 300 schlag mich tot. Aber das gilt für alle anderen Systeme ja auch. Ich habe ja überall den gleichen Prozessor genommen. Deswegen, wenn ihr den jetzt unbedingt haben wollt, mit einer 4090 in Kombination, dann wäre das das Angebot, mit dem ich gehen würde. Über das Dubaro-Ding kann man sich streiten, da ist der Aufpreis nicht ganz so krass, aber er ist halt höher als gegenüber Systemtreff. Dafür habt ihr doppelt so viel Speicher und so, aber ihr müsst auch wieder mehr ausgeben. Ja, und von dem Ding hier, ich würde die Finger von lassen. Freie Meinungsäußerung. Ich muss das sagen, sonst pisst mir vielleicht mal irgendwann jemand ans Bein und da habe ich keinen Bock drauf. Und ich darf ja meine Meinung kundtun. Aber wie gesagt, lasst die Finger davon. Ich würde es nicht machen. Nehmt eine Alternative. Ich poste sowieso alles bei mir unten in die Videobeschreibung. Ihr könnt auch tagesaktuell jetzt immer vergleichen, gerade wenn der Prozessor immer so springt vom Preis her. Die Listen sind alle immer in der Videobeschreibung drin, die bleiben da auch. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.